Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Erben der Erde. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ne, da will ich garantiert nicht hin. Kann ich denn hier irgendwo anders hin? Mach mich nicht fertig. Fahrt, danke. Ja, dann geht aber auch zu. Fahrt. Ja, Panik. Wir sind tatsächlich auf der anderen Seite. Gut. So. Was haben wir denn hier? Jetzt machen wir das lustige Spiel mit der Maus, was ich beim letzten Mal vergessen habe zu randalieren. Das mache ich mal eben kurz. Ich weiß, dank Pin oder Pimp oder falls ich deinen Namen verhunze, gib mir Tiernamen. Ist ja bei diesem Spiel auch ganz passend. Nein, was ich sagen wollte, ich weiß von ihm, dass jetzt noch ein paar andere Labyrinthe kommen und da habe ich ganz große Lust drauf. Aber die sind, glaube ich, nicht mehr so random. Aber dafür sollen sie nicht gut sein. Was war das denn jetzt? Hä? Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, das wäre jetzt mal interessant. Da ist was. Müsste ganz links sein. Da ist eine Brücke. Das ist schon mal ein Riesengebiet, kann das sein? Was ist das denn da? Waldlichtung. Was machen wir da bei der Waldlichtung? Wo bist du denn? Zum Teufel mit diesen Schuhen! Schlechtes Material! Das ist eine Krankheit deiner Gesellschaft. Was wollt ihr? Wer bist du? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Okay. Ich suche einen alten Freund. Einen Waschbären. Vielleicht hast du ihn gesehen? Einen Waschbären? Lass mich überlegen. Nein, ich bin in letzter Zeit keinem Waschbären begegnet. Aber wenn ich einen treffe, dann werde ich ihm sagen, dass du nach ihm suchst. Tu das nicht. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Hä? Wieso brauche ich das? Ich möchte den Schal kaufen. Eine kluge Wahl, der kostet nur 20 Goldstücke. 20 Goldstücke? Die habe ich nicht. Warum brauche ich das? Ich möchte gerne Nadel und Faden kaufen. Eine kluge Wahl, die kosten nur 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Das ist zu viel für mich. Dann hast du vielleicht etwas zum Tauschen? Alles, was ich bei mir habe, ist... Das Einzige, was mich interessiert, ist der Goldring. Ich würde sagen, der ist 10 Goldstücke wert. Zeige mir, was du sonst noch zu bieten hast. Das ist so ein bisschen das, wo ich das Game auch so super kritisiere. Jetzt weiß ich wohl was ich brauche, ich weiß aber nicht warum. Ich möchte etwas Stoff kaufen. Eine kluge Wahl, der kostet nur 12 Goldstücke. 12 Goldstücke? So viel habe ich nicht bei mir. Das ist viel mehr, als ich dafür bezahlen würde. Okay, damit ist ja wohl klar, was wir brauchen. Kaufen. Eine kluge Wahl, die kostet nur 15 Goldstücke. 15 Goldstücke? So viel Geld habe ich für eine simple Schnur nicht übrig. Tja, dann weiß ich, was wir brauchen. Ich möchte gerne Nadel und Faden kaufen. Eine kluge Wahl, die kosten nur 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Das ist zu viel für mich. Ich bin immer noch an deinem Goldring interessiert. Den Chris hat. Grüße hier an Deadelic übrigens. Die Insider verstehen den Gag, aber... Ich weiß immer noch nicht, warum. Ist egal, wir machen das jetzt. Du bist ein sehr merkwürdiger Geschäftsmann, junger Fuchs. Du auch. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Eine kleine Silbernadel und ein Baumwollfaden. Ich wusste nicht, dass diese Dinge so teuer sind. Ich hoffe, dass sie es wert sind. Okay. Mehr kann man da nicht machen. Mir hier noch was angezeigt. Noch eine Waldlichtung. Okay, also merke, das sind schon mal Waldlichtungen. Da ist was. Ist da was?
sieht nicht aus. Okay. Das heißt, es gibt jetzt... Braucht ihr nicht posten. Das will ich nicht wissen, aber... Gibt es da irgendwie auch... Gebiete, wo nichts passiert? Oder wo später vielleicht was passiert? Naja, auf jeden Fall ist alles ziemlich groß und weitläufig. Da haben wir eine Hütte. Da ist noch eine Waldlichtung, ne? Komm, wir gehen jetzt erstmal zur Hütte. Fenster. Ich glaube, da ist jemand. Das ist schön. Du sagst mir aber auch nicht wer, warum, weshalb, wieso. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich sagte, hau ab! Ihre Gastfreundschaft ist nicht gerade umwerfend. Wer bist du denn? Entschuldigung, aber ich brauche Hilfe. Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! Erstaunlich. Nicht einmal meine Notlage interessiert sie. Verrückte alte Katze. Katze? Hilfe. Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! Erstaunlich. Nicht einmal meine Notlage interessiert sie. Verrückte alte Katze. Entschuldigung, aber ich brauche Hilfe. Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! War die erstaunlich. Nicht einmal war meine die Lara Notlage nicht eine Katze? Sie. Verrückte alte Katze. War das nicht eine Katze? Ich meine, ihr könnt jetzt das Safe-Game laden und mal ein Video angucken, aber... Alles benutzt. Ich weiß. Ich schiebe den Brief unter die Tür durch. Sie wird ihn lesen und mich hereinlassen. Letztendlich ist sie eine Katze. Und ihre Neugier wird sie überwältigen. Klischee. Oder auch nicht. Das ist mir egal. Das machen wir nochmal. Wenn man beim ersten Mal... Er macht's auch mehrfach, hat, danke. Muss man den Schlitz unter der Tür zuhalten. Okay, dann mach's. Ich habe scheinbar eine Öffnung vergessen. Ja, danke. Also, das, obwohl das ist zum ersten Mal wieder ein Plot, der sinnvoll ist. Das ist so richtig was für mich, die gerne mal 20.000 Sachen ausprobieren. Und, das ist genau richtig. Das finde ich schön. Das finde ich putzig. Weil, ihr wisst ja, ich mache ja so einen Scheiß. Andere würden uns ja sagen, nee, das kannst du nicht machen, du kannst dich nicht. Das sind die immer, diese tollen Zuschauer, die sagen, spiel doch effektiv. Wie wär's denn gleich mit langweilig? In Ordnung. Wenn es das ist, was du willst... Dann mach mal alle Löcher zu. Na los, versuche den Brief jetzt herauszuwerfen. Hoppla. Ein Brief von Elara. Es ist Ewigkeiten her, dass ich von ihr hörte. Ich schätze, sie ist immer noch in diesen heiligen Kram verwickelt. Sie hatte schon immer was für diese Zauberei übrig. Ja, sie... Aber was ist mit dir? Du bist bestimmt nicht den langen Weg gekommen, nur um mir diesen Brief zu bringen. Eigentlich schon. Nein, ich bin auf der Suche nach... Wo sind meine Manieren? Möchtest du etwas zu essen? Armes Ding, du musst halb verhungert sein. Komm herein und erzähle mir von dir, während ich uns einen kleinen Imbiss mache. Nun gut. Gerne doch, wobei er hat ja lecker gegessen und im Knast. Setz dich gerade hin. Junge Leute müssen auf ihre Haltung achten, sonst bekommst du Hängeschultern, wenn du in meinem Alter bist. Das möchtest du doch nicht, oder? Nein, das ist ein stolzer Fuchs. Nun, dann ist es ja in Ordnung. Fahre fort. Erzähle mir von dir. Was machst du hier? Ich suche nach der Sturmkugel, die aus dem Tempel des Heiligtums gestohlen wurde. Ich sah den Rauch aus dem Kamin aufsteigen, da entschloss ich mich, hier Halt zu machen. Das ist gut, dass du das getan hast. Sonst hättest du dich sicherlich verirrt. Liebe Güte. Da hattest du aber ein schönes Abenteuer, oder? Ja. Und ich fürchte, es ist noch nicht vorüber.
Großartig. Was hat uns das jetzt gebracht? Können wir was machen? Ich frage mich, was da drin ist. Na, nimm's doch mit. Alama würde das nicht mögen. Hübscher Tisch. Ich frage mich... Ja, gut, ist dasselbe. Geh dich mal ein bisschen aufwärmen. So ein Feuer ist doch immer wieder gemütlich. Besser nicht. Das ist ziemlich heiß. Da war aber eine Öllampe. Wo war die denn? Da! Nur eine normale Lampe. Die braucht Alama, um ihre Hütte zu beleuchten. Der Dorn Feuer. Besen? Ich frage mich, ob Alama darauf reitet. Oh, Klischee-Fuchs. Besser nicht. Hinterher muss ich hier noch den Boden kehren. Okay, also... Nun? Was hat uns das jetzt gebracht? Ja, gut, wir haben den Brief abgegeben. Meine Damen und Herren. Das hat uns aber mal ganz weit nach vorne. Also ich vermute, hier darf ich noch gar nicht sein. Das ist ja wieder geil. Also da ist eine Lichtung. Die können wir eben auch mal abräumen. Das ist ja wieder großartig. Das heißt, wer... Was macht er denn da? Kann er nicht hin? Ach, da können wir... Das heißt, wir müssen von der anderen Seite dran, oder kommen wir da noch gar nicht hin? So, jetzt hier irgendwas. Gehst du weiter? Ne, da gehst du nicht. Also hier ist Ziel erreicht. Da geht's auch nicht weiter. Also ganz tief in den Wald geht der Fuchs auch nicht. Da, wo sich Fuchs und Hase, gute Nacht, ne? Stehst? Ja. Ne? Schlauer Fuchs halt. Setzen Sie jetzt Ihre 22.000 Klischee-Fabelwitze ein. So, ist da was? Sieht nur so aus. Jetzt gehe ich mal auf die Seite. Da geht es bestimmt nicht weiter und da geht es auch nicht weiter. Ah, da ist genau, da sind wir auf der anderen Seite. Okay, also entweder links unten ist noch was. Oder hier auf dieser Seite muss man sein. Das ist noch eine Lichtung. Na sicher. Ein Hase. Okay. Oh. Geil. So, da komme ich nicht her. Da komme ich über die Brücke. Großartig. Ist da was? Nee, da ist noch eine Lichtung. Dann geht's da weiter. Toll, ist der gleiche Hase. Verfolgst du mich, ja? Geht's aber nicht weiter, ne? Sieht nur so aus. Ist toll. Also ich meine, wir haben sie gefunden. Das ist großartig. Das war unsere Quest, aber... Irgendwie habe ich so das Gefühl, das war es nicht ganz. Steinbruch. Okay. Geschnittener Steinblock und gute Arbeit noch dazu. Dann nimm mit. Ha! Das ist zu schwer zum Hochheben. Ach, really? Da ist nichts Besonderes dran. Nimm da das mit. Und da bist du nicht so wählerisch. Da ist nichts Besonderes dran. Feuerstein. Ein Stück Feuerstein. Nimm auch mit. Ein Stück Feuer. Hallo, sieht das cool aus. Ich frage mich, was das für eine Mine ist. Sie ist nicht für den Bergbau ausgerüstet. Diese Stalaktiten sehen wie Juwelen aus. Das muss eine Art Kristallmine sein. Okay. Dieser Kristall leuchtet unheimlich. Ich frage mich, woher das kommt. Ich wünschte, ich könnte das Rene zeigen. Sehr interessant. Wie wundervoll. Ich wette, dass die Juweliere ihre Kristalle von hier beziehen. Da wirst du recht haben. Ich wette, dass die Juweliere ihre Kristalle von hier beziehen. Sagt er alles dasselbe? Ich wünschte, ich könnte das Rene zeigen.
Sehr interessant. Wie wundervoll. Ich wette, dass die... Ist das hier auch das Gleiche? Dieser Kristall besteht aus mehreren kleinen Stücken. Aha! Das sagt dann mal was anderes. Ich wünschte, ich... Sehr in... Das heißt, könntest du... Kannst du da was mitnehmen? Der größere Teil des Kristalls sitzt zu fest, als dass ich ihn abbrechen könnte. Na gut, du kannst es sicher nicht mit dem Feuerstein wegkriegen. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Okay, hier ist also eine Mine. Hier fehlt uns aber mit Sicherheit irgendein Gegenstand, eine Spitzhacke oder vielleicht unser Freund Kyler, der das Ding mal eben kurz im Alleingang auseinandernimmt. Ja, das war die Mine. Geil. Geil, was haben wir denn da noch? Eine Lichtung. Was ist das für eine Karte? Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, das ist vielleicht nicht so verkehrt in dieser... Bin ich da oben? Da ist die Hütte. Hm. Heißt, hier stehen die Bäume für die Lichtung? Dann gibt es 5 Lichtungen. Da habe ich noch irgendwelche nicht gesehen. Dann schauen wir mal. Ja, es steht für die Lichtung. So. Ja, dann gucken wir mal eben kurz noch. Das machen wir mal in dieser Folge noch. Also, die haben wir... Nee, stimmt, da kann man nicht hin, ne? Nee, doch, die haben wir abgeräumt. Die Lichtung haben wir auch abgeräumt. Genau. Okay, jetzt können wir schon mal anfangen, die Karte zu verstehen. Schauen wir. Da siehst du auch den Weg, den du nehmen kannst. Für Doofe. Das heißt, wir können jetzt hier zu der Einlichtung, oder was? So. Was. Da steht auch Wildnis. Ach, ist doch Käse. Haben wir da irgendwas? Da haben wir noch eine Lichtung. Hier waren wir noch nicht. Geh zur Eiche. Oh, da waren wir noch nicht. Okay, also da waren wir noch nicht. Dann würde ich sagen, können wir hier wunderbar die Folge beenden. Und gucken, wie es weitergeht. Was haben wir denn auf der Karte? Ja, ich frage mich, ob das die Hunde-Dinger da sind. Weil der zeichnet ja nichts ein, sondern das, was er hat, hat er schon. Egal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Mr. Venom1974. Bis dann. Tschüss.